Ja, Tobi Villers, 2:4 bei der U23 von Werder Bremen. Ihr habt euch viel vorgenommen nach dem spielfreien Wochenende. Wieso ist es doch irgendwie alles anders gelaufen heute? Ja, ich fand, wir hatten eigentlich eine ordentliche erste Viertelstunde, haben einen ganz guten Ballbesitz gehabt, haben dann immer leider so ein bisschen unerklärliche Ballverluste gehabt und sind ein bisschen ins offene Messer gelaufen und haben die Bremer ein bisschen zu den Gegentoren eingeladen. Und ja, wurden halt so ein bisschen klassisch ausgekontert. Also ich habe auch eine richtig gute erste Viertelstunde von euch gesehen und dann kam das Tor von Garcia und irgendwie war alles anders. Ja, also natürlich, ein bisschen Verunsicherung ist dann immer da, wenn man dann zurückliegt. Aber auch genauso wie jetzt zur Halbzeit, wir kommen wieder raus, haben uns riesen was vorgenommen, wollen das Spiel drehen noch. Kriegst dann, glaube ich, in der 46. so ein Eierding da zum 3-0. Aber ich glaube, da haben wir, glaube ich, gute Moral gezeigt, haben das 3-1 gemacht und haben uns eigentlich dann, solche Spiele können auch anders laufen und wir haben uns, glaube ich, die Moral haben wir gut gezeigt. Das sehe ich auch so, ihr habt seit früh aus der Kabine gekommen. Was hat der Trainer da zu euch gesagt in der Halbzeit? Ja, und Joe hat uns natürlich nochmal aufgeweckt und gesagt, dass es zu wenig war, was wir gemacht haben. Haben noch zweimal gewechselt, um ein bisschen offensiver zu werden und es hat eigentlich gut funktioniert, wenn jetzt nicht das 3-0 fällt und alles in allem war es zu wenig von uns heute. Ihr habt ja auch in der Halbzeit ein, zwei Umstellungen vorgenommen. Was hat das bewirkt fürs Spiel? Ich fand, hat ganz gut gewirkt dann in der zweiten Halbzeit. Ja, wir haben mit Nasim einen Spieler reingebracht, der im 1 gegen 1 auch sehr stark ist. Haben Marc in die Mitte gezogen, Heider, weil er auch sehr ballsicher sein kann mit dem Gegner im Rücken. Und ich fand, die Wechsel waren gut. Und auch der Appi hat, glaube ich, einen ganz guten Einstand gehabt, hat zwei Kämpfe alle gewonnen, hat auf der rechten Seite gut Schwung gebracht. Und das öffnet das Eierding halt nicht kriegen zum 3-0 und dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir vielleicht 2-2 spielen oder 3-2 gewinnen noch, aber so war es halt, hat es nicht gereicht. Ihr habt 4 Gegentore gekriegt, das ist ja nicht gerade wenig. Du als Innenverteidiger, die Kritik wird dann immer laut, auch an einzelnen Spielern, auch an dir in den letzten Tagen, Wochen immer wieder Kritik. Du hast auch auf der Bank gesessen. Wie gehst du da persönlich damit um? Ja, dass ich nicht gespielt habe, hat mir natürlich nicht gefallen, das kann sich, glaube ich, jeder denken. Und jetzt habe ich wieder gespielt, bin natürlich glücklich darüber, aber 4 Gegentore zu bekommen als Abwehrspieler ist scheiße. Ja, und du hast ja nicht persönlich verursacht. Ich finde, du hast ein ganz gutes Spiel gemacht dann auch. Ihr habt nicht aufgesteckt. Was sagst du zum Osnabrücker Andrang heute? Sensationell, 3000 Leute hier haben euch unterstützt. 90 Minuten nach dem Spiel lange noch gesungen. Was sagst du dazu? Was macht das mit dir? Ja, das ist Wahnsinn. Also Gänsehaut-Atmosphäre. Ich glaube, haben nicht viele Bundesligisten mehr Fans mit. Das war Wahnsinn. Und wenn man so ein Stadion sieht, wenn man einfach mal gegen Bremen spielen würde und da auch noch Bremen-Fans sind, das wäre sensationell. Und ich glaube, keine Ahnung, gefühlt 2000. Das Stadion war eine brutale Atmosphäre im Stadion. Und obwohl wir 3-0 hinten lagen, haben sie nicht aufgesteckt, nicht gepfiffen. Und muss ich meinen Hut ziehen vor den Fans. Genau, ihr habt ja auch nicht aufgesteckt, muss man ja auch ganz klar sagen. Ihr habt Moral gezeugt, heute alles noch gegeben. 2 Tore ja noch geschossen, recht spät, aber das hat dann nicht mehr geholfen natürlich. Kommende Mittwoch geht's weiter. Wichtiges Pokalspiel, Viertelfinale beim SSV Jeddelo. Ja, wie steckt ihr das jetzt weg? Ja, in Jeddelo wird es ein komplett anderes Spiel werden. Ich denke mal, ich erwarte einen tiefstehenden Gegner. Joe wird die auch schon gescoutet haben und wir werden gut vorbereitet sein. Und sowas wie letztes Jahr, dass wir da uns nicht für den DFB-Pokal qualifizieren, das darf nicht der Fall sein, wenn man gerade mal jetzt letzte Woche sieht, was da für geile Spiele bei waren. Und ich glaube, das hat der VfL verdient. Vielen Dank. Bitte.